Das ist Michael Dezel. Es macht ihm Spaß, auf dem heimischen Bauernhof im Allgäu mit dem Traktor zu fahren, im Stall zu helfen und die Tiere zu versorgen. Ein ganz normaler Junge auf dem Bauernhof. Doch der Start ins Schulleben von Michael war holprig. Seine Mutter Silvia erinnert sich. Also unser Sohn war eigentlich von Geburt an bis zu 3 Jahre, konnte eigentlich nicht sprechen. Nur 3 Wörter wie Mama, Durst und Papa. Dann haben wir unseren Sohn in den Kindergarten geschickt, mit der Hoffnung, dass das sprachlich dann sich einfach besser entwickelt. Und im Kindergarten kam dann Stotter dazu. Er konnte nur schlechter sprechen. Also die Aussage von der Ärztin vom Gesundheitsamt war, dass das Kind nie in eine normale Grundschule gehen kann und eine normale Entwicklung durchläuft. Das hat mich eigentlich total auf den Boden gezogen. Wir haben dann ein Gebetsanliegen nach Karlsruhe ins Missionswerk geschickt, in der Hoffnung, dass sie für uns betet und dass wir Hilfe von oben kriegen. Auf das Gebetsanliegen ist passiert, dass wir Logopäde an die Hand gekriegt haben und eine richtig tolle Grundschullehrerin, wo der Michi dann so angenommen hat, wie er ist und ihn auch so unterrichtet hat. Also es ist lang gegangen, bis es anders wurde. Wir haben einfach lange Zeit vertrauen müssen, aber ich habe innerlich so einen Frieden gehabt und so eine Zuversicht, dass es irgendwann wird. Der Michael spricht heute ganz normal, ohne jede Komplikationen, ohne Defizite. Auch in Deutsch, in Grammatik. Er hat richtig toll Fuß gefasst, er ist ganz gut und war sogar letztes Jahr Klassenbeste in der Schule. Inzwischen ist Michael 14 Jahre alt. Es gehört zu seinen Aufgaben, die Tiere auf dem heimischen Hof zu versorgen. Er besucht die Werkrealschule in der 8. Klasse. Ich bin am Anfang gar nicht in die Schule gegangen. Das macht ja jeder. Aber in Deutsch, da hat mich halt vom Sprecher her schwer getan. Das sieht heute anders aus. In jedem Fach bin ich gut. Deutsch ist jetzt kein Problem mehr. Ich kann gut mithalten in der Schule. Wie erklärt sich Michael seine Fortschritte? Ja, erstens, weil Logopädie sehr gut war und weil Gott wahrscheinlich auch im Spiel war, weil es ist schon ein kleines Wunder, weil mit 3 habe ich kaum sprechen können und jetzt bin ich wie die andere vom Sprecher her.